Hey Leute und willkommen zurück zu Altes Live. Und wir wurden gerade hier mit unserem neuen Auto von einem Rebellen-Heli angegriffen. Also er hat versucht uns anzugreifen, er hat auf uns geschossen. Tobi, nicht irgendwo vorfahren und explodieren. Dann ist er abgestürzt und dann lagen 4 Millionen. Ich hatte 2 Millionen im Bar und Tobi hat 2 Millionen im Bar. Und wir sind einfach reich. Plus eine Rebellenwaffe, die haben wir aber weggeschmissen. Junge, Leute, wir sind reich. Alter, von einem Moment auf den anderen, da stürzt ein Heli ab und wir sind auf einmal reich. Wir haben gerade noch darüber geredet, einer von uns geht Kopperform und so. Und auf einmal sind wir reich, wir brauchen gar nichts mehr, Leute. Boah, das hätten wir aufnehmen müssen. Ja, ich hab's verpennt. Ich wollte erst nur sagen, komm, lass das hier mit dem Hatchback aufnehmen. Das also stimmt auch ganz cool. Oh Mann. Wirklich auf uns geschossen. Wir dachten, das wäre ja erst der Polizist, Alter, ich hab's dann angehalten. Und dann hat er ganz knapp so vor uns hergeschossen. Weil wir hier Kokain-Processing halt sind, wurden wir auch letztes Mal ja schon angehalten, war da Aufnahme, ich glaube schon. Ja. Ja. Jedenfalls, Alter. Und dann, hat der halt auf uns geschossen, wir halten an, der will landen, aber so ein Sturzflug ist aufgeschlagen. Nein, der wollte nicht landen. Der wollte einfach, der ist aber zu dumm, um den Heli zu steuern gewesen. Jedenfalls ist er nach unten geflogen und da sind die... Tobi, fahr langsamer! Geld lag da rum. Wir müssen erst einzahlen, dann kannst du wieder schneller fahren. Ist nicht explodiert. Da! Und alles darum. Du zahlt ein, ich schwör's euch. Ja! Ich bin dabei. Ausscheiden! Gerade mussten wir noch überlegen, wie wir das mit dem Geld hinkriegen. Ja! Überweist mir alles, dann können wir uns ein Hedgebook leisten und noch jeder eine Waffe. Aber jetzt... Hey. Oh Mann. 2 Millionen jetzt mal einzahlen. Hey. 2.131.000. Deposit. Ey, könnt ihr mir Deposit. Oh, you cannot deposit more than blah blah. Ey, könnt ihr mir vielleicht 999 oder so geben, damit ich mir die einzahlen kann, oder 750? Nein. Danke. Erstmal so eiskalt, nein. 2.175.000 habe ich auf dem Konto. Ey, kann mir jemand ein bisschen Geld geben? Ja, gleich. Lol, der hat uns sogar getroffen. Ich weiß, in der Hintertür. Guck dir das an, Torben. Hinten. Der hätte dich um ein Hai erwischt, ne? Nee, ich kann dir sagen, was das war. Das ist gerade entstanden, als du vor die Laterne gefahren bist. Das habe ich mitgekriegt. Aber nein. Das ist dann doch echt. Ja, das ist nee. Das mal an. Das ist nein, das ist die gleiche Animation. Ich hätte das gerade gesehen, das war vorher noch nicht. Dann bist du zurückwärts vor die Laterne eben gefahren und dann ist da ein Loch drin gewesen. Du weißt, dass die Löcher... Ja? Ja, wollte ich dir eigentlich noch nein sagen? Doch. Guck mal, hier oben ist... Nein. Hier oben ist von der Laterne. Hä, nein, oben... Na ja, genau, und das ist auch so ein Loch, wenn du mal genauer hinguckst, da drunter. Ich hol mir erstmal eine Waffe, ne? Ja, tu das. Komm mit, wir fahren. Ach so, wir fahren. Oh, ist das awesome, Leute. Tobi, ich würde gleich erstmal sagen, Rebellenlizenz, oder? Nein. Dann können wir nicht darüber mehr. Darüber haben wir schon mal gesprochen, Torben. Ah, ja, aber was sollen wir uns von den 2 Millionen holen? Ich hätte mir so einen richtig geilen Heli geholt. Ja, eben. Wir können jetzt erstmal noch. Ja, aber Rebellen-Heli, Flo. Keinen normalen. Oh. Alter. Du kannst dir ja gerne eine Rebellenlizenz holen, aber wir besorgen dir dann nicht irgendwie einen Rucksack oder sonst was. Weil du wirst in jeder Stadt abgeschossen, Tom. Du kannst kaum mehr was machen. Die Polizisten dürfen dich festnehmen. Und ja, festnehmen dürfen dich aber nicht abschießen. Und illegale Waffen bleiben illegale Waffen, selbst wenn du die im Rucksack hast. Ja, ja, klar. Das ist anders hier auf dem Server. Hier ist das richtig streng. Ja, aber wir wollen doch... Ich werde ganz bestimmt nicht die irgendwie... Wir wollen doch... Flo, halt mir Klappe bitte. Wir wollen doch... Ja, du, die Toolkits gibt's ja auch bei Rebellenläden. Ja, wir können uns darauf hinarbeiten. Wir wollen... In der dritten Folge ist schon richtig scheiße dabei. Ja, Junge, wir spielen seit drei Stunden. Ja, aber was willst du... mehr erst hier drauf. Ja, okay. Fall. Dann lass uns aber jetzt gleich jemanden überfallen, okay? Ja, klar. Ja, natürlich. Ja. Okay, Leute, wir sehen uns ja gleich wieder, wenn ein bisschen mehr Action wieder ist. Und diesmal verpenne ich nicht aufzunehmen, keine Sorge. Bis gleich. Hey Leute und willkommen zurück. Flo ist gerade kacken, aber wir haben gerade hier einen schönen... wir haben hier einen schönen Laster auf dem Weg zum Kupferprozessing. Und ich glaube, wir wollen den Laster haben. Und, ja, komm, lass mich reden, ne? Oder? Ja, ja. Können wir... Können, Alter, kann ich mal... so aufgeregt. Warum hupe ich? Warum nicht? Alter, hör auf. Ja, okay. Oh, es ruckelt, es ruckelt. Okay, jetzt nicht mehr. Ja, warte, verlangsam, ne? Ja. Bleib hinter dir. Du gibst... Ja, wir halten Abstand und dann... Alter. Guck mal, Torben. Oh, ich habe immer noch kein Medikit, Alter. Ich hoffe mal, er hat keine Waffe dabei. Ja, ich habe kein Toolkit. Torben? Ja. Wir machen es so. Ich fahr unten rum und du fährst oben rum. Okay, wir schneiden ihm die Fluchtwege ab. Okay, okay. Der fährt oben rum, alles klar. Ja, ja. Dann pass auf. Machen wir das so. Du wartest auf mein Zeichen, dass ich da bin. Jo. Und dann springen wir gleichzeitig raus und hauen den weg.
Also erst aussteigen, aussteigen, aussteigen. Du musst dich direkt dahinter fahren. Also halt erst noch Abstand, bleib aber drin und lass den Motor an. Jo. Okay. Alles klar. Oh Gott, das kommt mir ein bisschen in den Weg. Das war bei mir auch. Musst du einfach Close drücken. Ja, ich habe Enter gedrückt. Fahr ich gerade überhaupt richtig? Moment mal. Nein. Ja, du musst einfach da durch. Ah ja, okay. Den Weg folgen, auch wenn der endet, quasi. Ja, ich weiß. So, der steht da, der produziert, glaube ich, so. Und ja, wir haben Zeit. Okay. Da stehen zwei. Ah, das wird dann ein bisschen complicated. Dann lass uns da, einer fährt, glaube ich. Da ist ein Heli. Oh, lol, wieder ein Heli. Okay, Tobi, sollen wir? Fährt. Nein, keiner fährt. Sollen wir? Doch, der eine will fahren. Ah ne, die wollen fahren. Lass die weg. Da stehen drei LKWs! Also zwei Trucks und ein Dicker. Ja, lass den einen wegfahren. Okay, halt ihn an, halt ihn an, halt ihn an, der fährt weg. Ja, ja, Chili. So, Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn! Überfall, rauskommen, rauskommen, sofort rauskommen, oder wir schießen, der fährt weg! Schieß! Kann ich! Okay, das war's. Egal, hier sind noch... Jack ihm hinterher. Oder wir schießen den anderen an, obwohl... Nein, komm hinterher. Ja, fahr hinterher, fahr hinterher. Du bist schneller als ich, Tobi. Hä? Fahr du auch hinterher, du bist viel schneller. Ja, natürlich, ich komme. Okay, der eine hat sich verzogen. Lass die Waffe ausgewählt. Klar. Oh fuck, das war richtig schlecht. Ja, aber keine Sorge, der hat unsere Namen nicht gesehen. Also wir werden jetzt auf keinen Fall gesucht oder so. Ja, wir fahren ihm aber direkt hinterher. Ja, ja. Boah, Alter, gib doch mal Gas, scheiß Offroader. Der ist schon so weit weg. Beeil dich, Junge. Ja, ich kann nicht schneller. Nein, wir müssen uns ich drück schon Shift, Tobi. Ja, ich kann nicht. Nein, ich meinte den Flo, der kam gerade so rein. Bin fertig vom Kacken. Oh, hui. Flo, komm schnell. Wir hatten gerade einen schon angehalten, aber der ist wieder weg. Das ist ein dicker Laster. Guck in welche Richtung der fährt, ob der nach rechts oder nach links. Ja, das habe ich nicht mehr gesehen. Ich war zu weit weg, aber ich schätze links. Oder der ist gar nicht bei uns hier lang gefahren, sondern querfeldein. Nein, das habe ich gesehen. Der ist in die Straße lang gefahren. Okay, pass auf. Okay, fahr du links. Warte, ich sehe den. Ich sehe den gar nicht mehr. Ja, deswegen ja. Ich fahr rechts, du fährst links. Ja, Flo, wir hatten den beim Copper Processing. Top, fahr links. Also der sagt aussteigen, aber der und dann direkt auf die Reihe. Ja, der antworten. Ja, klar. Weil der fährt weg. Hier ist der, glaube ich, nicht mehr. Ja, der ist aber ja doch, fahr einfach weiter, Torben. Ja, chill mal, mach ich doch. Guck hier gerade immer, ob der ja, weil ich vielleicht den auch nicht mehr der Straße steht. Ja, gut, Flo. Boah, fuck, Alter, oder der hat uns jetzt einfach eiskalt verarscht. Da rechts, nein. Nee, ich fahr nicht mehr weiter nach rechts. Ne, nee, macht doch keinen Sinn. Fahrt ihr noch weiter? Ja, wir sind gerade an dem Checkpoint. Ja, da ist ja schon wahrscheinlich längst vorbei, oder? Ja, der hat einen guten Abstand. Ich fahr nochmal gleich zurück und guck mal querfeldein, ob der da vielleicht ist. Wie konnte der denn entkommen? Der hat sofort gesehen, dass als ich die Waffe gezogen habe und ist einfach weggefahren. Ich hatte den zwar zugeparkt, aber der ist halt einmal zurück und dann wieder nach vorne. Nein, du musst dich immer hinter den stellen. Hä? Ja, aber Tobi, ich hatte keine Zeit, weil ich dachte, der steigt da aus und so, aber der ist direkt wieder weggefahren. Ja, ja, dachte ich auch. Denn die Reifen schießen hat auch nicht geklappt. Nein, die waren zu weit weg. Wenn du aus der Ferne schießt, dann triffst du den nicht. Okay, gut. Und wir haben den einfach nicht mehr gesehen, quasi. Ich hab nur so nur gehört, wie Tobi so schrieb, stehen bleiben, Raubüberfall, aber als dann nicht... Boah, da kann der Flo so weit, ich bin fertig mit Gott. Als dann, nein, so ungefähr, ich nicht ja. Okay, Leute, ich glaube, wir haben jetzt hier gerade keinen mehr... Und ja, komm zurück, wir warten am Prozess. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir wieder einen haben. Nein, warte, lass doch jetzt mal an. Hä, aber das macht doch keinen Sinn, das ist total langweilig, Tobi. Ja, mir ist egal. Okay, ja, dann... aber warte, vielleicht kommt er ja jetzt noch. Ja, dann mach ich wieder an. Noch dahin zurückfahren. Ja, das gut. Könnte hier nämlich auch abgebogen sein, Torben. Ja, normalerweise müsste der wiederkommen, weil er hat ja eine volle Ladung Kupfer noch dabei. Ich sehe ihn nicht. Nein, der ist doch gar nicht da lang gefahren. Was laberst du? Der ist hier nach rechts abgebogen, als ich auf ihn geschossen habe. Hä? Nein, der ist die Straße lang gefahren, Tobi. Ich hab den noch gesehen. Bin mir zu 100% sicher, dass ich bin mir zu 100% sicher, dass der da lang gefahren ist auf den Highway. Also dem Feldweg. Ich habe ihn in der Kurve beim Feldweg gesehen. Was danach passiert ist, weiß ich leider nicht.
Ja, gut, dann kommen wir zurück. Dann egal, wir kriegen heute noch einen. Ja, ja, machen wir. Ich versteck den Offroader dann. Ja. Boah, fuck, also nächstes Mal einfach direkt die Reifen zerschießen. Ja, oder? Direkt, ja. Ich meine, damit schadest du ja keinem. Einer sagt, Tobi, einer sagt, stehen bleiben Überfall und der andere zerschießt direkt die Reifen. Ja, nicht stehen bleiben, aussteigen. Na, ja, 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 klar. Und fährst du noch einen Meter weiter, dann schieße ich dich ab oder sowas. Und dann natürlich direkt auf dem Fahrer zielen auch. Ja, einer. Ja, ja. Der eine. Das bringt ja kaum was, weil die Waffe. Der dritte? Der dritte, der steht. Der dritte, der stellt sich mit dem Auto direkt bereit zur Verfolgung. Ja, der steigt direkt ein. Ach, ich bin beim Iron Processing hin. Ja, aber da fahren die wenige hin. Das macht keinen Sinn. Ja, nee, ich wollte hier einmal nur gucken, ob der hier in der Nähe ist, weil ich meine, ja, ja. Der ist nach meinen Schüssen rechts ausgewichen. Der ist nämlich über den Hügel kam, so. Das hab ich gesehen, der ist nicht im Feldweg. Doch, Tobi ist er, hundertprozentig. Ich sag's dir. Ja, aber der ist hier. Hier, Flo, der ist gerade, der ist... Oh Mann, fuck! Der ist hier in diese Kurve. Dass das kein Hammett war? Nein, war kein Hammett, das war so ein C-Met oder sowas. Huh! Es meinen wieder, welche Kavalle angreifen zu müssen. Also an alle Zivilisten in 30 Minuten haben alle Kavalle verlassen zu haben. Wer um 21 Uhr... Lol. Ja, gut. Dann kommen ja alle auch noch näher zu uns sozusagen. Doch, werden wie viele so Koppertour machen, um die Zeit zu nutzen. Genau. Und das können wir natürlich nutzen und lol. Sorry Flo. Wo seid ihr? Kaputt? Im Gebüsch. Kaputt? Moment, er kann noch was, er hat nur einen Platten. Weil ich bin gerade irgendwie falsch gefahren, weil ich auf die Nachricht geachtet habe. Okay, kann sein, dass ich euch entgegenkomme, ne? Also nein, 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 Tobi, wir fahren von unten so ein, zum Kopf, von unten ja, von so einem Berg. Dann, wartet da Flo, guck mal, habe ich nur einen Platten oder ist wirklich schon mal die Route aus, oder ist wirklich der Reifen kaputt? Nee, aber egal. Ich glaube, da ist gar nichts. Du fährst nur langsam, weil der den Berg guckt. Nee, nee, das Rad ist gelb. Also dann hat er einen Platten. Ja, also ist noch alles dran. Ja, aber dann müssen wir... Ich fahre eben nach Kavala und hol Toolkits, ne? Okay, und Medikits, Tobi. Ja. Und am besten auch zu trinken und essen vielleicht. Wenn hier... Ja, wäre auch nicht schlecht. 80 und 70. Wäre nicht schlecht. Da kommt Polizei, ne? Und ein Offroader. Da ist ein Truck. Da ist ein Truck, aber ich fahre einfach weiter dann jetzt. Wo? Ja, am Kupferprocessing. Ja, dann fahr da hin. Den Polizei. Das ist ein kleiner Polizei. Ich folge der Polizei und sag, ob die kommt. Ja, halt, ja, beobachtet den nur. Der muss ja zurückkommen. Beobachtet den einfach unauffällig. Das ist ein anderer Truck. Ja, aber ich ist egal. Beobachtet den einfach unauffällig. Ach, die Polizei hat hier geil. Komm, ich repariere schnell, ne? Tobi, ich wette, ich wette, der hat die informiert. Ja, ach nee, fahr weg. Ja, ich fahr erstmal. Ich versteck den erstmal. Ich muss die Waffe mal ganz kurz wegtun, ne? Ich bin direkt vor dem Polizisten ausgestiegen. So. Ich versteck den erstmal. Hallo, hier. Herr Polizist, ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht so Unannehmlichkeiten bereitet. Oh, ja, tut mir leid. Über den Hügel kommen. Etwas weiter vielleicht hinter den Busch oder so. Ja, da der ist ein Busch. Ist bei mir. Schön. Guck mal, ich versteck den hier hinter dem Busch. Was? Nein, das ist da. Ja, hä? Komm. Ja, okay, aber dann... Moment, ich steig aus und guck, ob man den sieht. Weil ich hab keinen Bock jetzt von der... Nee. Fuck, nee, du musst... Ich muss wegfahren! Warum? Weil der eine sind, der Truck war hier! Tom, fahr dem nach! Der steht an der Kurve, fahr ihm einfach nach. Ich hä? Weg. Tobi? Unser Wagen ist kaputt, wir sind Querfeld ein irgendwo. Wir können wo denn? Nicht ja, am Kupferprozessing. Fuck. Und ihr habt kein Toolkit noch. Nee. Ja, ich muss jetzt ganz kurz vor der Polizei abhauen, Alter. Ja, die hat die gleiche schwarze Limousine. Ich dachte, was? Und bin direkt einfach nur abgehauen. Okay. Ich verfolge dich. Nein, ich weiß es nicht, aber die würden mich nicht kriegen. Erstmal Waffe in den Rucksack tun und dann hier ein bisschen chillen, ne Flo? Lass mal ein bisschen... Ja, lass mal ein bisschen weg. Lass mal ein bisschen hier reden, komm. Ja, so. Nein, wo seid ihr? Sagt, wo ihr seid. Wenn du am Copper Processing bist, die Straße vom Copper Processing durchfahren und dann etwas weiter im da ist so eine 111 als Höhenangabe, da sind ja, wir aber genau. Ja, der hat die auf jeden Fall... Ich wusste, dass der hier lang gefahren ist. Ist ach so, ich nehme noch auf, ja, wir sehen uns... Doch, ist der. Nein, nicht... Boah, dann hätte ich ihn ja anhalten können, fuck. Nicht, wenn er die Hauptstraße, nicht. Dann hätte ich nur ein bisschen weiterfahren müssen. Torben, nicht die Aufnahme beenden. Lass oh Mann, das ist scheiße langweilig. Lass doch mal lang, Torben. Ey, was hast du an? Ja, sowas guckt sich keiner an. Das ist aber nerviger, glaub mir.
Nein, wenn man so ja, Malkarten ist nicht schlimm. Auf jeden Fall der Polizist kommt jetzt hier auf jeden Fall. Da kommt dann noch Sopper. Oh, unser Wagen ist voll gut versteckt, Flo. Ach so, bei dir. Oh, Flo, ey. Ganz ehrlich. Nein, zum Copperprint. Ja, aber unser Wagen ist doch total gut versteckt. Der Truck ist da wieder. Ja, was willst du machen, wenn ein Polizist da ist? Nein, dass wir lauf da, nee, lauf da nicht hin. Fahrt da mit dem Offroader gleich hin. Ich repariere euch. Wenn die Polizei da ist. Ja, dann merkt die das doch nicht. Ihr müsst ja nicht aussteigen. Der hat nur meine schwarze Limousine erkannt, weil die da stand. Okay, Flo, komm zurück. Ja, die Polizei steht da. Wenn wir keinen Kupfer haben? Ja, die Polizei steht da. Dann warten wir noch einen Moment. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich fahre der Straße gerade entlang. Oh, das ist jetzt dämlich vor der Polizei. Wo seid ihr? Ja, durch. Copper Processing durch ins Gelände. Bin ich doch auch. Ja, und dann ist hinter so einem Busch sind wir da. Hey, ich bin unten am Copper Processing. Oh nee, weiter geradeaus. Ich hab dir gesagt, oben die Straße folgen, die durch das Copper Processing geht. Ja. Da geht eine durch? Oh ja, daneben vorbei. Wenn du, guck mal, wenn du der folgst, dann siehst du so eine 111 als Höhenangabe. Siehst du das? Oh, eine schöne Waffe. Rausziehen. Nein, hör auf. Lass sie mal drin. Ey, Torben, dann sieht dich gleich, ne? Ja, nö, ich habe keine Ahnung, welche Straße. Sieh mal. Alter, Tobi, es geht nur eine Straße am Copper Processing vorbei. Direkt vorbei, wirklich an dem schwarzen, an dem braunen Viereck. Ja, die bin ich ja weitergefahren. Genau, und da fahr weiter bis zu so zwei Büschen. Ja, ich fahre hier gerade rum. Ich kann aber nicht wieder zurück, weil hier die Polizei steht. Ja, ich bin jetzt in der Nähe des Copper Processing und guck mal. Ja, ich sehe da so einen Lastwagen. So einen kleineren und halt den größten. Ich glaube, ich sehe dich. Tobi, ich sehe dich. Dreh um. Links, links, links. Fuck, die Polizei kommt. Ich muss weg. Okay, tschüss. Mach's gut, Kollege. Flo kommt zum Offroader. Der ist richtig gut versteckt. Den sieht man null. Hier hinter können wir uns auch noch verstecken. Oh mein Gott, deiner. Ja, oder lass einfach hier querfeld ein bisschen rumfahren. Die können ja nichts dagegen sagen. Ja, okay. Doch. Ist verboten. Wo seid ihr denn? Warum ja, probiert zu mir ernst? Zu kommen. Ihr habt ja gesehen, wo ich lang bin. Okay, Flo, wir... Nein, Tobi, wir treffen uns. Wir treffen uns an der Kurve. Okay? Da kommt ihr hin? Hä? Ja? Try it. Ich dachte, er wäre kaputt. Nein, der hat einen Platten. Mensch, sonst Torben, geht's. Warte eben. Ich weiß, wo ich hin muss. Ja, Torben, warte. Oh, Mann. Ja, Junge, hau mal rein, ja, ich da. Ich hab doch gesagt, warte eben. Ja, ich dachte, du bist im Auto und willst irgendwo, ja, auf die Map gucken. Drin, weil ich dachte, man kann da mit einem Fernglas rumgucken. Aber wenn man das nicht kann, steige ich lieber hier ein und guck mit Alt, weil ich dann hier gestützter bin. Boah, fuck, Alter! Der hat mich einfach nur gesehen. Ich hätte nicht wieder zum Copper Processing kommen sollen. Dann lass zum... Sollen wir zum Trader, oder? Nein, das bringt nichts. Da wachen die. Wir müssen einfach warten, bis der Bulle abhaut. Oh, ihr müsst da kurz... Boah. Ihr müsst dann da gleich hier wieder hinfahren. Oh nein! An der Kurve. Ich höre Police. Ah ne, bin ich gar nicht. Ja, der ist bei uns. Ja? Ja, der hat uns angehalten. Wir fahren hier wohl einfach so durch die Gegend als Fun. Ja, wir machen einen kleinen Ausflug. Ja, da kann nichts dagegen. Bitte aussteigen. Alle beide. Jo. Ja. Einmal eine Reihe aufstellen. Oh, okay. Wir sind doch nur zwei. Okay. Okay. Was ist denn? So. Was ist denn? Ich habe eben Informationen bekommen, dass... Frag mal, was passiert? Sei mal leise! Hä? Sei mal leise! ...Arbeiter Leute überfallen haben. Nein... Waren Sie daran beteiligt? Nein. Nein. Ich werde Sie jetzt kurz durchsuchen, dann werde ich sehen, ob Sie lügen. Hä, warum wollen Sie wissen, ob Sie dann lügen? Wir sind festgenommen. Scheiße. Ja, ich werde einmal kurz durchsuchen. Ich hoffe, Sie lügen nicht, weil sonst... Wir werden das schon herausfinden. Ja, warte, ja. Der kann ja nicht überprüfen, ob ihr Copper im Inventar habt, ne? Der sieht ja nur, ob da legale Gegenstände. Ja, genau. Nein, wir machen... Hallo, wir machen einfach eine Geländetour hier. Die können nichts zu uns. Ihr wolltet euch den Weg angucken. Hä? Nein. Wir sind von der Straße abgekommen. Ah, ich bin frei. Sie haben nichts illegales. Was habt ihr denn gefragt, was los sei? Ich hoffe mal, Sie waren wirklich nicht daran beteiligt. Können Sie mich auch... Sei mal leise! Du musst V drücken, Flo. Ach ja, stimmt. User joined your channel. Ist okay, sorry. Okay. Wenn ich nochmal einen weißen Offroader irgendwie höre, dass seine Kupferverarbeitung Leute überfallen hat, bitte hier nicht irgendwo mitten auf der Pampe rumfahren. Ja, das tut uns leid. Wir wollten auch geradeaus sein, 500 Metern zum nächsten Weg. Nur, wir sind ein bisschen von der Straße abgekommen.
Und eben, weil wir halt, na, wollten wir jetzt wieder zum Weg. Oh, leider, ich steht der fette Lastwagen, deswegen könnt ihr mal gucken, sonst halte ich den jetzt alleine an, oder? Ja, Tobi, wir beschäftigen. Ich kann es auch nicht reparieren, weil ich kein Repair-Kit mit habe. Okay. Ja, er hat ja nur einen Platten. Okay, dann gute Weiterreise noch. Okay, danke. Dankeschön, Ihnen auch. Vorhin wurde Sophia auch vermint. Ach, scheiße, die haben Kavala vermint. Naja, Rebellen halt. Hui, hui, hui. Tobi? Ach, oh, ja. Seit wann kann man Minen kaufen? Nein, wir sind auf einem anderen Server. Achso. Weil auf Masse Server nichts los ist. Zur Straße zurück, Torben. Schade, weil da wollte ich jetzt hingehen und ein paar Runden. Möchte einer mitkommen in meinem Mauerhaus? Wir sind. Nein. Wir haben genug. Ja, ich auch, deswegen frage ich ja. Nö, nö, wir machen hier. Ey, wie wir den abgewickelt haben. Da sagt ja auch nur, Alter, ey. Gut, da ist er endlich wieder weg. Das war übrigens ein Bobby aus unserer Klasse, liebe Freunde. Den beachtet ihr am besten gar nicht. Alter, vor allem wir. Wenn du das Video siehst, Lukas, ich hab dich lieb, nicht. Du hast seinen Namen gesagt. Oh mein Gott, Florian. Wie kannst du es nur? Alter, ich hör schon wieder ein Heli. Komm, bitte stürz ab und gib uns 1 Million. Das war einfach so episch. Der ist auf dem Boden aufgesetzt und ich dachte so, oh scheiße, der schießt jetzt wieder hoch und schießt nochmal auf und so, dann ist er einfach nochmal da rein. Das ist so kein überwachter Heli. Ja, dann ist auch scheißegal. Sicher? Ja, ich sehe das nicht genau. Der uns nur, hat er gesagt, das war ein weißer Offroader? Ja. Ja. Ja, und was habt ihr dann gesagt? Ja, wir waren hier, wir haben hier eine Geländetour gemacht. Und dann hat er uns halt durchsucht, wir hatten nichts Illegales dabei. Vor allem, Junge, wir sind zwei Typen mit einem weißen Offroader, hat der Überfallene oder fast Überfallene ausgesagt. Ein weißer Offroader. Und eine schwarze Limousine. Ja, so dämlich, ey. Also muss es ja wahr sein eigentlich, dass auch der weiße Offroader nicht erfunden ist, außer er hätte uns gesehen und das wäre ja dumm. Flo, soll ich meinen Offroader holen, dann haben wir einen roten. Ja. Hallo? Lukas? Hallo? Ah, wer das ist? Alter, komm her. Wo soll ich den Offroader hier jetzt ausrauben? Wer ist Mutter? Nein. Ey, wer ist das ist der Lukas. Achso, ja, okay. Der ist gemutet, Nein. Ey, du warst gerade noch gemutet. Nein. Doch. Oh, da kommt kurz. Ey, Tja, hallo! Alter, der wollte uns abdrängen, so ein Hurensohn. Wen? Wen wollt ihr ausrauben? Ich komme auf. Alter, Tobi, es wäre ein Quad. Achso, ey, soll ich... Der ist beim Kupferhändler, soll ich den ausrauben? Junge, boah, ein Quad. Ein Quad, Tobi, ernsthaft? Nein, ein Offroader. Nein, scheiß auf Offroader. Warum? Der gibt nochmal Kohle. Ja, du musst aber erst zum Trader, du Idiot. Wir warten jetzt am... Wir warten... Außerdem ist da noch ein Polizist in der Nähe. Tobi, ich hol jetzt den roten Offroader und dann fahren wir zum Trader. Hallo, da ist noch ein Polizist in der Nähe. Wir müssen uns aber beeilen, ne? Wegen Kavala. Stimmt, um 9 Uhr, Moment, wie viel Uhr ist jetzt? 10 Minuten noch, ne? Scheiße, das schaffen wir noch, oder? Ja, das schaffen wir noch. Weil ich könnte den Terroristen ausbauen. Weil dann wird schön Kavala, alles wer da drin ist, wird da getötet. Ja. Wieso das denn? Weil die Rebellen das einnehmen. Die haben das gestern schon mal angegriffen und da war... Da, ich schwör dir, ich... Alter, wir müssen aufpassen. Flo, wir müssen aufpassen, ne? Ja, falls da Rebellen Mann, sind. Oh Mann, komm, lass mich den doch ausrauben, bitte. Ach oder? Ja. Nein, Tobi, was willst du mit dem Offroader, der noch nicht, der nur eine Ladung Kupfer dabei hat und die noch nicht mal verkauft hat? Du kannst nichts mit deiner Limousine machen. Ey, das bringt uns nichts eigentlich am Kupfertrader. Höchstens, wenn wir das Fahrzeug verkaufen wollen. Außerdem, Lukas, weil das war gerade so episch, ne? Also ein Rebellenheli hat uns beschossen. Der wollte landen, ist abgestürzt, explodiert. Ja, nee, stimmt, der wollte nicht landen. Der wollte einfach weiterfliegen, ist abgestürzt. Da lag Geld. Wir haben einfach 4 Millionen da aufgesammelt. Ey, was ist das für ein geiler Server, dass man auf dem Heli schießen kann? Hä? Ja, das sind Kampfhelis von den Rebellen. Kann man bei uns nicht kaufen. Nee. Nein. Tja. Hobby hier. Ja, hier ist richtig geil und der ist voll. Die Polizisten, die machen richtig gut. Und Kaiman. Und wir haben gerade einen so. Wir haben so einen. Ja, da kam der Lukas doch. Alter! Tobi! Das warst du das?
Tobi, du Idiot! Ich hab 10 Gesundheit! Hat er euch geschrien? Tobi, wir sind kaputt! Jetzt so ein Scheiß! Hallo, ich hab nur noch 48 Gesundheit! Junge, mein Bildschirm ist dauerrot! Was habt ihr denn gemacht? Halt die Fresse, Alter! Ich könnte so die Reifen... Ich könnte so dein scheiß Auto in die Luft springen! Hast du ein Toolkit dabei? Flo, ich leg dir das nur in den Rucksack, keine Ahnung. Tobi, hast du vielleicht ein Medikit, weil der Bildschirm nervt schon ein bisschen? Nein, habe ich nicht. Ich hol jetzt Ausrüstung. Wie viel Zeit haben wir noch? Ja, schön gemacht übrigens, ne? Jetzt haben wir auch noch ein bisschen mehr Zeit, ne? Das ist ja 12 Minuten. Mal. 12 Minuten! Ja, ich habe auch das Auto geschrottet. Nein, hast du nicht. Und doch, mein Hinterreifen. Achso. Das Lustigste ist ja, hätten wir es beim Tobi gemacht. Ich wette, der hätte irgendwas gemacht. Uns in die Reifen geschossen. Ja, natürlich hätte ich das, Flo. Natürlich hätte er euch in die Reifen geschossen. Dann mache ich nächstes Mal mache ich das mit Tobi auch, ganz im Ernst. Ey, der macht ich das immer. Mach dich, ob ich normal überhole. Lol, das ist der Polizist wieder. Das ist der Polizist wieder. Ja? Herr Officer? Na, lol. Ich wollte gerade den Officer fragen, ob er ein Medikit dabei hat. Naja, ist ja jetzt alles... Ey, nee, jetzt habe ich gerade noch mein Toolkit verbraucht. So, jetzt ein schlechter Scherz. Und dann kommt dieser scheiß Restart. Warum um 10 vor 9? Mann. Tom, hallo? Ja. Ah, okay. Nee, ich kann nicht mehr hupen. Ey, bleibt ihr jetzt hier noch stehen oder was macht ihr? Ja, soll ich mal unterbrechen? Ja. Okay, bis gleich.